Ja. Ja, klar helfe ich dir bei den Hausaufgaben. Ja. Schick mal durch. Ich gucke mir das nochmal an, ja? Was ist das denn für eine Hausaufgabe? Wer soll die denn rausfinden? Mensch, das Kinder. Was? Hans bekommt 10 Euro von seinem Vater und 50 Euro von seinem Großvater aus Hamburg. Auf dem Jahrmarkt kostet eine Achterbahnfahrt 8 Euro und ein Schuss in der Schießbude 1 Euro. Wie viele Möglichkeiten hat Hans, sein Geld auszugeben, wenn er so oft wie möglich Autobahn fahren will und so oft wie möglich schießen und außerdem noch eine Pommes für 2 Euro essen will? Boah, Mann, das kapiert doch kein Mensch. Also, wer kann mir denn da mal helfen, Mensch? Oh. Ich bräuchte jetzt jemanden, der mir hilft, meinem Sohn zu helfen. Was ist das denn? Sprechen Sie hier im Wunsch ein, holen Sie Ihre Bestellung dort am Fenster ab. Das ist ja cool. Eine Wunscherfüllungsmaschine. Hallo? Ihre Bestellung bitte. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne eine Bitte. Einmal Chicken, groß, mittel, klein. Nicht Chicken, ich sagte Bitte. Ich habe eine Bitte. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Was ist? Bitte? Ja genau, eine Bitte. Ich habe eine Bitte. Einmal Chicken, welche Soße? Wieso Soße? Ich will etwas bitten, verstehen Sie das nicht? Oder muss ich erst sauer werden? Chicken mit Sauersoße, kommt noch was dazu? Ja, eine Bitte! Nochmal Chicken, welche Soße? Hey, jetzt werden Sie mal nicht frech. Chicken mit Creme frech? Nein, Mann, ich will nichts essen, ich bin satt. Aber ich will etwas bitten. Auf Ihrem Schild steht, sprechen Sie Ihren Wunsch ein und holen Sie ihn vorne an dem Fenster wieder raus. Also möchte ich gerne meinen Wunsch jetzt aufsprechen. Ist das so schwer zu verstehen? Bitte nochmal Ihre Bestellung, bitte. Bitte, 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 bitte. 4-mal Chicken McNuggets, welche Soße? Keine Soße. Ich verstehe die Mathehausaufgabe von meinem Sohn nicht. Können Sie mir da bitte, bitte, bitte helfen? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Ich hätte gerne einen Mathe-Tipp. Einmal McRib, kommt noch was dazu. Also, ich lese Ihnen die Textaufgabe mal vor, ja? Also, Hans bekommt 10 Euro von seinem Vater. Für 10 Euro Fanta, groß, mittel, klein. Nicht Fanta, Vater. Mittlere Fanta für 1,70 Euro, große Fanta 2,10 Euro. Und 50 Euro von seinem Großvater aus Hamburg. Für 50 Euro Hamburger, noch was dazu. Nicht Hamburger, Großvater. 50 Hamburger, eine große Fanta, kommt noch was dazu. Auf dem Jahrmarkt kostet eine Achterbahnfahrt 8 Euro und ein Schuss in der Schießbude 1 Euro. Cheeseburger 1,50 Euro. Schießbude! 2 Cheeseburger 3 Euro. Wie viele Möglichkeiten hat Hans, sein Geld auszugeben, wenn er so oft wie möglich Achterbahn fahren will und so oft wie möglich schießen und außerdem noch eine Pommes für 2 Euro essen will? Mittlere Pommes 1,50 Euro, große Pommes 2,10 Euro. Kapieren Sie das? Was muss ich da rechnen? 6 Chicken McNuggets, eine Soße süß-sauer, eine Soße Creme fraiche, ein McRib, 50 Hamburger, 2 große Fanta, 2 Cheeseburger, eine große Pommes macht 78,90 Euro. Aha, wie haben Sie das jetzt gerechnet? Rechnung liegt in der Tüte. Ach so, ja. Danke. Bitte, bitte.